Kaum zu glauben, GZSZ fast ohne TV-Urgestein Wolfgang Barrow. Seit 25 Jahren spielt Wolfgang Barrow, 57, bei GZSZ den Bösewicht schlechthin, Dr. Joachim Gerner. Im Promiflash-Interview verriet der Schauspieler jetzt, dass er die Rolle zu Beginn gar nicht haben wollte. Ich sagte dann, pass mal auf, ich hab da kein Interesse. Ich habe die ersten Folgen gesehen, das ist nichts für mich, also, ich finde das nicht gut. Als er 1992 das Angebot bekam, lief die Soap schon einige Monate. Eine Castarin konnte dann aber doch überzeugen und er sprach für die Rolle des intriganten Anwalts vor.